Einen wunderschönen guten Abend, liebe Rassimirs und liebe Mittelalterfreunde, und willkommen zu einer neuen Runde Let's Play bei mir. Ja, wir haben letztes Mal gesehen, was wir alles so anbringen können. Ich wurde nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass wir wohl auch an der Decke was machen können. Tatsache. Aha. Also da gibt es auch noch irgendwelche Haken. Ach nee, das sind... Aha. Ach, das sind so Kronleuchter oder was? Oder was ist das? Nee, Strohkränze. Ach, Blumenkränze sind das. Aha. Hängelaterne. Was ergibt, wa? Was haben wir denn hier noch? Ist das auch? Großes Blumenkranz. Himmeli. Himmeli, wie süß. Ein Himmeli. Das ist alles so. Aber das ist doch alles das. Wieso ist denn dieser... Ich muss das ausprobieren. Moment mal. Ich muss das erstmal alles freischalten. Was ist das? Das ist nur Stroh. Warum liegt denn hier Stroh? Jetzt sind die alle freigeschaltet. Okay. Also die Slots, um die geht es. Was sind denn hier die Slots? Ich muss mal ein paar Blumen holen und muss das mal austesten. Ja, ich habe mir gedacht, wir machen hier noch so ein bisschen was mit Deko. Hat zweierlei Gründe. Erstens bringe ich so ein bisschen mehr Gestalt hier rein. Was ich ja auch mal vorgehabt habe. Ich habe ja gesagt, wir machen mal hier noch eine schöne Deko-Runde. Vielleicht machen wir das einfach heute mal. Und der nächste Grund ist einfach, ich möchte gerne mal wieder ein bisschen Zeit in diesem Spielstand verbringen. Das habe ich schon sehr, sehr lange nicht mehr gemacht. Boah, habe ich viel Dünger. Oh, ich glaube, da muss ich mal was von verkaufen. Etwas viel, würde ich sagen. Muss ich davon verkaufen. Das ist ja übel. Was produziere ich denn hier so massig, dass so schwer ist? Die Federn werden es wohl nicht sein. Wie schaut es bei mir mit dem Eisen aus? Moment mal, bin ich schon dran vorbei. Eis. Eieieiei. Heftig, aber das ist auch alles irgendwie für die Katz. Was habe ich denn hier all für Kram? Also das ist ja heftig mit dem Dünger. Ich glaube, den tue ich mal in die Scheunen verfrachten. Dass ich hier mal ein bisschen Luft habe. Du liebe Zeit. Heide Witz, ja. Aber ich bin ja auch wegen dem Blumen hier. Darf ich jetzt nicht vergessen. Bei dem Schock. Nehmen einfach mal einen ordentlichen Schwung mit. So viel brauchen wir jetzt nicht, aber macht ja nichts. Ja, wie gesagt, ich wollte hier noch ein bisschen Zeit auch in diesem Spielstand verbringen, weil ich schon lange nicht mehr da war. Und wir müssen ja auch mal hier gucken, dass wir vorankommen. Wir sind irgendwie froh, dass Rassimir noch lebt, aber irgendwann wird ja auch der mal über den Jordan gehen. Aber nur, wenn wir auch hier spielen. Und das haben wir jetzt schon länger nicht und deswegen machen wir heute mal hier nochmal. Beim nächsten Mal machen wir aber wieder das andere Let's Play weiter. Es sei denn, ihr sagt, ihr wollt hier weiter Zeit verbringen. Das überlasse ich auch euch. Ihr könnt mir da gerne was zu sagen, zu schreiben. So, probieren wir jetzt mal was. Was brauche ich denn hier für alles? Ach, Löwenzahn und Bilsenkraut habe ich jetzt nicht. Na gut. Strohkranz-Himmeli. Das gefällt mir aber nicht nur mit Stroh. Löwenzahn und Bilsenkraut. Wieso habe ich das denn nicht oder wie? Oder habe ich jetzt nur nicht geguckt? Ich habe ja jetzt einfach mal nur durchgescrollt. Gescrollt. Bilsenkraut. Bilsenkraut habe ich ein bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen. Nehmen wir mal was mit. Und Löwenzahn. Das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, oh, da habe ich keinen. Schade. Ja, vielleicht kommen wir mit dem Bilsenkraut auch schon mal ein bisschen weiter. Vielleicht brauchen wir jetzt nicht für alles Löwenzahn. Aber bei meinem Glück ist das wahrscheinlich schon so. Tatsächlich, ich brauche für alles hier Löwenzahn. Na gut, dann fangen wir mal mit diesem Stroh an. Aha. Okay. Was ist mit der
Laterne, was fehlt mir da? Ach, Leder und Leingang. Jetzt muss ich ja wieder latschen. Tut mir leid, also. Zum Glück ist es nicht weit. Leder und Leingang. Hätte ich auch vorher gucken müssen, ne? Sollen. Wäre sinnig gewesen. Aber Sinn ist bei mir heute Mangelware. Das darf ich auch. Ich war heute schon arbeiten. So. So, und. Oh, ich habe auch ganz viel Leder. Aber gut, so viel Leder habe ich eigentlich immer. Ich hatte sogar schon mal mehr. Ja, ich hatte sogar schon mal um die 5000 Leder oder sowas. Das war echt übel. So, Slot 2. Wo ist der? Hier. Ja, nee, das ist aber sinnfrei. Hier ist ja schon ein bisschen Licht. Den machen wir da wieder weg. Quatsch. So. Dann machen wir da noch so einen hin. Nee, das sieht aber auch. Das gefällt mir nicht so da drüber. Das sieht aus, als würde das da Feuer fangen können. Das lassen wir, glaube ich, da aus. Machen wir Slot 3. Der ist da hinten. Aha. Gucken wir erstmal genau, wo die ganzen Slots hier sind. Okay. Okay, was ist auf dann? Hä? Ich habe doch Leingarn gerade mitgenommen. Warum ist Leingarn weg? Ach, weil ich das schon jetzt einmal verballert habe oder was? Aber hatte ich nicht zwei mitgenommen? Ach, das war jetzt Verarsche, oder? Wir kommen nicht dazu, was zu machen. Es fehlt mir Löwenzahn und jetzt Leingarn. Und ich habe da echt nicht viel von, hatte ich eben gesehen. Vielleicht habe ich ja noch Flachs, dann mache ich mir mal eben was. Oh, ja. So ein bisschen Flachs habe ich da. Näherei ist auch nicht so weit. Naja, einfach kann ja auch jeder, ne? Das muss ja auch schon ein bisschen kompliziert hier sein. So, wer bist du denn? Alruna. Schöner Name. So, Moment mal. Wo mache ich das jetzt? Hier mache ich das, ne? Das Flachs. Nee, hier mache ich das Garn. Wo mache ich denn das Flachs? Ach, da muss ich erst in die Scheune. Boah, Leute, ihr merkt schon, läuft heute nicht. Da muss ich ja erst in die Scheune und dreschen. Ich war ja schon einen Schritt zu weit. Ich habe das ganz vergessen, dass da ja noch ein Schritt dazwischen ist. Oder ist einfach ignoriert. Ich weiß nicht. Aber das ist okay. Dann können wir auch direkt das Dünger, den Dünger da reinschmeißen. Das Dünger. Den Dünger natürlich. Mal gucken, wie viel wir da jetzt unterkriegen. Ich meine, hier ist auch begrenzter Platz. Ah, gut. Nicht mal die Hälfte, aber es ist nicht so schlimm. So, das haben wir auch. Ach ja, süße Feierabendzeit, wa? Aber das willst du auch im Winter hier groß machen? Ach, Quatsch. Zur Truhe wollte ich. Oh. Ich würde sagen, wenn wir direkt hier sind, da ist direkt, Denica. Ich kam jetzt nicht drauf. Denica. Ha, ohne nachzugucken. Oder schmeißen wir auch mal direkt ein bisschen Eisen um uns. Quatsch. Wir verkaufen es. Wir schmeißen mit Eisen um uns in Denica. Ah, oh, Hirn ist Matsche. Wenn man sonntags arbeitet, das ist echt uncool. Oder auch nicht. Ach, da bist du. You
Ja. Ich will deine Ware nicht angucken. Guck dir lieber meine an. Wieso habe ich denn jetzt so wenig? Ich habe doch gerade so viel. Und da habe ich nur so wenig mitge... Boah, ist das so teuer? Werde ich ja nie los. Ja. Vielleicht sollte ich das verarbeiten und dann verkaufen. Vielleicht macht das mehr Sinn. Also das Verarbeitete. Listen, willst du Kacke kaufen? Ja, da geht schon ein bisschen mehr weg. Farewell. So viel unnötig Zeug. Ich meine, meine Marktstände sind halt auch schon voll. Und ich kann ja keine weiteren bauen. Oder hat sich da was getan? Ich glaube nicht, oder? Hier war das. Nee, leider keine Gebäudeerhöhung. Limiterhöhung. Von daher. Tja, ist halt so. Moment, der hatte ich jetzt was verkauft, die da aber hat noch nichts. Deine Ware interessiert mich nicht. Das ist echt blöd. Das ist ja doof. Jetzt gehen hier echt überall. Die Leute, die kaufen mir jetzt was ab. Toll, ich krieg jetzt Geld, aber das habe ich genug. Also wenn mir irgendwas nicht fehlt, dann ist es wohl Geld. Mein lieber Scholli. Ich will ja nur meinen Kram loswerden. Warum seid ihr denn alle so arm? Eure Armut kotzt mich an. Na gut, macht nichts. Wir haben jetzt gedrescht. Wenigstens das. Gehen noch eben zur Näherei. Schlafen dann und machen dann weiter mit dem nächsten Versuch, unsere Inneneinrichtung zu verschönern. Aber Winter ist echt wirklich schön. Ich meine, ich finde eigentlich jede Jahreszeit hier schön. Aber Winter, das hat schon irgendwie was, ne? Mit diesen verschneiten Bergen. Nee, wat romansch. Mann, der Wind rauscht die ganze Zeit. Eigentlich ist das Spiel wirklich auch immer noch ein sehr, sehr schönes Spiel. Es ist nur leider jetzt ein bisschen tot gespielt, muss ich ehrlich zugeben. Und, ich freue mich darüber, dass wir jetzt so viel mit Deko machen können. Das gibt der ganzen Sache bei mir jetzt wieder so ein bisschen Würze. Ich meine, wenn man bedenkt, ich bin ja seit Alpha Tag 1 bin ich hier dabei. Jetzt nicht unbedingt mit diesem Spielstand, aber am Medieval Dynasty zocken. Und wenn dann irgendwann mal so der Punkt erreicht ist, wo man sagt so, puh, okay, was geht noch so? Dann ist das, glaube ich, verzeihbar. Und deswegen freue ich mich jetzt, dass wir da jetzt so ein bisschen was machen können. Bin aber auch echt wahnsinnig noch gespannt, wann endlich das Sengoku Dynasty kommen soll. Es soll dieses Jahr kommen, aber gut, 2022. Wann? Wurde jetzt nicht genau gesagt. In 2022. Da müssen wir noch ein bisschen Geduld haben. Nice, oder? Hier habe ich auch. Das ist echt nice. Irgendeiner meinte mal, irgendwie an den Balken könnte ich noch. Ich glaube, da waren diese Balken gemeint mit, ne? Ich glaube, das war hier gemeint. Ich muss mal gucken, wo was war. Moment mal, hier ist Slot 5. Wenn da Slot 5 ist, wo war jetzt Slot 3? Ist ja knapp daneben nur. Ist ja irgendwie doof, oder? Ach so, nee, das sah nur so aus. Okay. Kann ich noch ein?
Yay. Ich finde das schön. Aber eigentlich fehlt hier jetzt noch so Licht. Kann ich hier noch Licht anbringen? Nee, wohl. Hier geht nur Vorhänge. Da, wo Fenster ist, da geht das nicht. Und das ist mir irgendwie zu viel. Ich hätte gerne so ein kleines Licht wie hier. Da müsste ich aber das Regal wegmachen wieder. Oh. Aber eigentlich kann ich das auch wegmachen. Ich brauche das eigentlich gar nicht. Na, das ist doch mal ein schön erleuchtetes Haus. Warte mal, wenn ich jetzt hier anmache, mal gucken, wie das jetzt wirkt. Die Feuerstelle wirkt immer noch so ziemlich dunkel irgendwie. Ja, da warte ich mal, bis ich, glaube ich, schönere habe. Obwohl, ich kann das ja trotzdem so lange schon mal so machen. Eigentlich total nervig. Da rennt man ja dauernd vor. Blöde Höhe. Doch, finde ich toll. Haben Sie sich was Schönes ausgedacht hier mit den Laternen, mit den Lichtern, dass es ein bisschen schöner wirkt. Das ist auch. Das Schöne wird sein, das sieht jetzt auch bald von bei anderen Häusern dann schön aus, ne? Wenn man das dann überall macht. Lass mal eben hier gucken. Wir machen die ja nicht alle gleich. Wir machen jetzt mal hier vorne so ein Lichtchen hin. Das sieht doch direkt viel lebendiger aus, wenn man dann durch so ein erleuchtetes, an so einem erleuchteten Haus vorbeigeht. Da ist Leben. Das ist cool. Das sieht man auch hier so schon direkt, wenn man hier so auch durch die geschlossenen Läden guckt. Das ist richtig toll, das gefällt mir gut. Super! Schlafen wir jetzt erstmal. So, Problem ist einfach, wir brauchen jetzt mehr Leingarn wahrscheinlich. Und natürlich gut, Leder habe ich reichlich. Wir wollen jetzt Beleuchtung überall anbringen. Wir wollen jetzt das Dorf erleuchten. Das machen wir jetzt. Aber das ist so klasse, dass wir das jetzt können. Was ist denn los mit mir? Alphabet, hallo. So, wir nehmen einen ordentlichen Schwung Flachs mit und dreschen nochmal eine Runde. Leder dürfte ich jetzt, glaube ich, genug dabei haben. Ich guck mal noch eben nach. Sicher ist sicher. Hab ich hier verheddert. Oh ja, damit kommen wir, glaube ich, aus, würde ich sagen. Damit lässt sich was anfangen. Moment mal. So, musste mal eben was aus der Bahn stellen hier. Meine Wasserflasche. Die hat mich jetzt gerade ein bisschen gestört. Aber da ich hier die ganze Zeit am Quasseln bin, muss ich auch mal was trinken. So, nochmal zur Näherei und dann gehen wir dekorieren. Wir machen auch direkt Fensterläden und alles. Das wird jetzt super. Oh, ich würde am liebsten hier schon anfangen direkt. Wir machen aber erstmal vom Ansgar noch das Haus. Und seiner Familie, weil wir sind ja hier die Gründerfamilie. Wir müssen ja ein bisschen hervorstechen. Danach sind die anderen dran. Genial!
deprimierend, ne? Dass man da gerade mal 40 Leingarn rauskriegt aus so viel Flachs. Aber es ist, wie es ist. Ja, in erster Linie geht es mir halt jetzt wirklich erstmal um Beleuchtung und um Fensterläden. Ich würde auch gerne mit diesen Blumenkränzen mehr machen, aber ich weiß jetzt leider nicht, wo ich Löwenzahn herbekomme. Ich könnte welches beim Händler kaufen, aber da bin ich mir ehrlich gesagt immer ein bisschen zu geizig für. Finde ich immer blöd, wenn man nicht da Geld ausgeben muss für Sachen, die ich eigentlich in Hülle und Fülle selber immer rankriege. Betonung liegt auf. Eigentlich. So, wir haben jetzt hier letztens keinen Fensterladen angebracht, sehe ich gerade. Oder hatte ich den? Ich sehe das nur gerade nicht. Doch, der ist da. Gut. Der auch? Jo. Okay, da haben wir jetzt Licht. Dann machen wir jetzt hier noch ein Licht, würde ich sagen. Das ist... Moment mal, wo ist denn das? War das hier? Nee. Hier, ne? Der ist das. Genau. Aschstöcke haben wir auch genug. Sehr gut. Also hier in der Mitte wäre eigentlich was nett, ne? Aber gut, man kann nicht alles haben. So, dann machen wir jetzt mal hier so einen Drecksvorhang. Ist eigentlich total schade, dass es nur so dreckige, lumpige Vorhänge hier gibt. Also eintönig, einfarbig irgendwie. Machen wir auch mal so ein. Und hier machen wir nochmal so einen. Ne, den machen wir hier weg. Das stört mich irgendwie. So ist besser. Einer ist zu, die anderen sind offen. Boah. Hier machen wir ein Regal hin. Hier machen wir das hier hin. Hier machen wir das auch hin. Ist der ganze Bereich beleuchtet hier. So. Wenn ich es recht bedenke. Nee. Hier kommt ein Haken hin. Aber der da mal. Tja, Qual der Wahl, ne? Was macht man denn hier? Machen wir nochmal so ein großes. Ist in Ordnung. Ja, eigentlich aber doof, ne? Es gibt auch nur Regal oder Kerzenhalter oder Haken. Ich meine, ist es nicht doof oder so? Also nicht im Sinne von, aber so groß ist die Auswahl jetzt nicht. Und hier nochmal ein kleines hin, würde ich sagen. Naja, das ist doof. Dann machen wir nochmal hier so ein. Okay. Ja, interessant wird es natürlich dann, wenn es Abend ist und man das halt wirklich sehen kann, wie es hier aussieht. Wird sicher supi. Ah, das ist schon so cool, wenn die so aufgehen. Leben! Yeah. So, jetzt haben wir hier so ein kleines. Da bin ich ja jetzt mal gespannt, was ich hier an der Decke machen kann. Aber trotzdem 6 Slots. Oder war das jetzt ein... Doch, nee, ist doch kein kleines. Hä? Was habe ich denn jetzt da geguckt? Irgendwie sah das gerade klein aus. Okay, dann ist das doch nicht so interessant. Also nicht interessanter als jetzt mit den anderen.
Quatsch. Hier erstmal den. War das jetzt der richtige? Nee. Oder? Moment mal. Ach, ich will doch nur, dass du die schließt. Doch, war der gleiche. Okay. Ich war mir jetzt unsicher. Ich habe hier so wenig Fenster. Na gut. Ja, dann werden wir die wenigen, die da sind, auch würde ich sagen, mal nicht noch mit dicken Vorhängen zu klatschen. Die gefallen mir auch echt nicht. Ich meine, das hier sieht auch eher so, naja, aus, aber besser als dieses Dreckstuch da. Wo ich nicht weiß, wo, wer weiß schon, mit dran war. Free Devil. Achso, ja, genau, die Tür. Was machen wir hier für eine Tür hin? Es lohnt sich, glaube ich, mehr, wenn man da mal von außen guckt. Jetzt bleib stehen. Jetzt bleib stehen. So. Bäh. Weg mit deiner Siffe. So. Diesmal machen wir hier ein Regal hin. Damit auch nicht immer alles gleich aussieht. Hier machen wir mal so ein Hängeregal hin. So. 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 So, Decken. Moment, das macht so keinen Sinn. Das muss ich so sehen, glaube ich. Aha. Ach, jetzt habe ich schon kein Leingarn mehr. Seht ihr, Leute? So schnell geht das. Ich habe doch gar nicht so viel gemacht. Oder kosteten die auch etwa? Nee, ne? Nee, die kosten nur Eisenbahn. Ha, Eisenbahn, yeah. Was kostet denn hier alles? Leingarn. Das hier vielleicht wahrscheinlich, wa? Wahrscheinlich irgendwas da. Kriege ich das eigentlich wieder, wenn ich jetzt was anderes wähle? Nee, wohl. Echt kein Leingarn mehr dafür. Ja, damit hat es sich schon mit dem wir beleuchten das Dorf. Wir haben zwei Häuser geschafft. Meins und das von meinem Sohn. Das ist ja jetzt ärgerlich. Nein! Tja. Ich würde mal sagen, ich bräuchte mehr Flachs eigentlich. Ich gehe jetzt mal nach Denica. Ich guck mal, was da die Näherin an Leingarn so verkauft. Vielleicht verkauft die ja was mehr, als wie ich produzieren kann. Und da ich ja Talkrösus bin, gönne ich mir dann. Gönn dir hart, Digi! Was ist denn da? Achso, das ist von mir irgendwie Jagd oder Holzhütte. Das geht schon wieder zurück. Mensch. Das sieht aber schön aus, ne? Man muss das auch mal eben kurz ein bisschen wirken lassen. Wenn wir Frühling und Sommer, vor allem Sommer haben und alles hier in Ernte steht, da hatte ich gesagt, da würde ich gerne nochmal ein Video machen. Auch auf Wunsch von jemanden. Ich habe es nicht vergessen. Aber war halt seitdem nicht nochmal hier. Seit dem letzten Sommer. Und somit konnte ich es halt einfach noch nicht machen. Aber vergessen hatte ich nichts. So, ja, wir gucken mal, was sie an Leingarn so hat. Guten Tag, Mathilda. I've been a vendor since before you could walk. Ach Gott, it sounds very British. 40, ja, das ist ja auch schon mal, das ist ja so viel, wie wir gerade hatten, aber ist in Ordnung. Ja, da kommen wir auch nicht weit. It was nice seeing you.
so klang das jetzt. You have returned. I've been a vendor since before nee, you could das bringt walk. Alles nicht viel. Take care. Takare. Takare, sagt er. Take care, Takare. Ach ja, mein Kopf ist ein Vakuum. Nein, Quatsch. Also ich würde mich freuen, wenn ich wenigstens dieses eine Haus jetzt noch schön machen kann. Beleuchten kann. Das werden wir wohl heute auch nicht mehr sehen. Beim nächsten Mal dann. Dann machen wir auch weiter. Tja, wenn jetzt natürlich... Ich glaube, Sommer müsste es sein, damit wir Flachs ernten können. Wenn jetzt Sommer wäre... Aber eigentlich habe ich ja auch noch was, ne? Also, ist ja nicht so, als wären wir... Ich gehe noch mal eben zum Lager. Guck mal eben noch mal da rein. Da kommen ein bisschen... Tun wir uns doch... So. Die nehmen wir auch noch mit. So. Moment. War das jetzt Flachs oder Flachsheim? Flachs. Ah, da müssen wir wieder dreschen. Na gut, dann machen wir das. Wartmut, Wartmut. Arbeit, 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 Arbeit. Wie viertes Jahr bin ich jetzt eigentlich? 30. Ich bin im 30. Jahr, Leute. Ich war auch, meine ich, schon in meinen 50ern, oder? Nee, aber fast. 47 ist ja auch schon alt. Also, fürs Mittelalter. Jetzt bitte nicht beleidigt fühlen. Ich meine fürs Mittelalter. Da war man da ja schon in dem Alter im ziemlichen Greis. So, Hammer raus. Darfst du auch nicht überall zu jedem sagen. Das wird dann oft missverstanden, aber... Wir dürfen das jetzt hier. Kann ich eigentlich auch hier was machen? Nee, das kann ich nicht. Schade. So, was haben wir denn jetzt hier gemacht? Mumpitz haben wir hier wahrscheinlich gemacht. Nee, haben wir noch nicht. Das war das. Okay, nee, dann bleibt so. Was ist denn Slot 2? Das Problem ist, wenn ich da mich jetzt was Falsches mache, dann ist das ärgerlich für mich. Was ist denn Slot 2? Aha, hier ist Slot 2. Ja, genau da wollte ich Slot 2 auch haben. Jo. Und hier ist Slot 3? Nee. Slot 5? Jawohl. Ja, hier will ich jetzt eigentlich nicht so ein Gedönsel hier runterhängen haben, weil das hängt ja dann direkt über einem. Und hier will ich das auch nicht. Ich glaube, damit sind wir hier schon durch. Ach, ich wünschte, es würde schon dunkel werden. Ich würde das so gerne mal sehen jetzt. Das ist ein kleines. Yeah, okay. Und wir können hier nichts machen. Toll. Ich habe ja hier gar keinen Dachstuhl. Epic Fail. Oh nein. Yeah. Nein. Oh nee, das war ja jetzt doof. Och Mann. Oh. Na gut. It is wie it is. Ui. Das war ja jetzt doof gelaufen. Dumm gelaufen war das.
Das machen wir. Ich komme jetzt echt nicht drüber hinweg, ey. Wir machen hier alle Fenster auf. Wir wollen es offen hier haben. Ist aber jetzt doof. Jetzt kann ich hier keine Beleuchtung anbringen. Das ist aber doof. Und da gibt es hier eine andere Möglichkeit. Am Dach? Nee, das geht nicht. Das ist einfach jetzt so. Ja, ich denke mal, dafür haben sie dann sich das hier ausgedacht halt, ne? Denke ich mal. Na gut, dann machen wir hier das hin. Und, so. Ja gut, da wir jetzt nicht so viele Möglichkeiten haben, müssen wir halt jetzt hier gucken, dass wir ein bisschen mehr Beleuchtung reinbringen. Aber natürlich nicht nur. Das ist ja langweilig sonst. Wir machen hier... Was? Bacon? Ah, nee. Rest. Ich habe Bacon gelesen. Ja, das machen wir. Und hier machen wir dann doch nochmal Beleuchtung. So. Ja gut, hier geht halt nicht so viel. Gar nicht drüber nachgedacht, dass die gar keinen, hier keinen Dachstuhl haben. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht gerade. Mensch. So, hier machen wir, würde ich sagen, nochmal das hier rein, was ich bei mir auch habe. Und nochmal so eine schön verzierte Tür. Sieht man von innen gar nicht so, aber von außen sieht das total schön aus. Ich werde auch hier nicht alle gleich machen, also nicht immer, dass das, dieses Muster unbedingt mit diesem Fenster zusammenkommt, aber jetzt wollte ich das halt nochmal machen. Von außen kann ich hier aber nicht noch irgendwas machen, oder? So irgendwie Blumen oder sowas. Blumentöpfe. Nee. Das geht nicht. Na gut. Der sähe schon schön aus, ne? Schön. Oh, hübsch. Ja, schade, dass wir jetzt keinen Löwenzahn haben. Das macht schon mehr hier als sowas hier. Finde ich. Ich suche was anderes. Moment mal. 1, 2, 3, 4. Wo ist denn das jetzt? Wow, Gesundheit. Okay, das war jetzt... Oh, welcher Slot waren das? 4. Dann müsste das doch die 3 sein. Jawohl, dies habe ich gesucht. Genau das. Wer verreckt denn hier so elend? Kinder. Boah, bin ich heute wieder rau drauf. So. Und, Moment, wo war das jetzt? Das war jetzt der hier, ne? Dann machen wir hier auch nochmal so ein bisschen was hin. Ja, im Moment habe ich halt nichts Besseres dafür.
schon mal das kleine Regal hin. So. Und hier nochmal so ein großes. Sieht man kaum, ne? So mit den Farben. Naja, wenn was draufsteht, ist es besser. Und ich habe Hunger und Durst. Habe ich noch Essen? Ja, habe ich. Ja, wäre natürlich schön, wenn wir von außen so Kübel hätten, ne? Wo man dann Blumen drin hätte. Das wäre natürlich noch nice. Aber gut, man kann nicht alles haben. Aber allein die Fensterläden machen ja schon eine Menge her, finde ich. Also ist jetzt meine Meinung, finde ich jetzt so. So, hier ist eh ein Vorhang. Na gut. Na gut, dann haben wir jetzt wenigstens ein paar Häuschen gemacht. Beim nächsten Mal schauen wir uns mal an, wie das aussieht im Dunkeln. Wie spät haben wir denn jetzt? Ja, wir haben jetzt 6, also bald gehen dann hier auch die Lichter an. Ich glaube, die gehen ab 7 an, oder? 7 oder 8? Ne, die gehen jetzt schon an. Okay, aber es ist noch nicht so dunkel, es wirkt noch nicht so, oder? Wir können ja mal so ein bisschen gehen. Bei mir sind die Läden geschlossen. Ja doch, das wirkt... Oh, das wirkt toll. Schau doch mal. Licht. Aber wenn es richtig dunkel ist... Komm, da warten wir noch eben drauf. Wir überziehen ein bisschen. Ah, guck mal, wie urig. Das ist doch mal gemütlich. Das ist gemütlich. Finde ich jetzt, also. Kleine Katzenwäsche muss mal zwischendurch sein. Supi. Das ist echt klasse. Was habe ich denn hier? Wieso ist denn da nichts drin? Na, Johanniskraut. Und wieso ist hier nur einer? Na ja. Kann ich da noch einen machen? Jawohl. So. Ja, wie gesagt, richtig toll wird es natürlich, wenn wir da mehr Deko dann haben, die wir auch draufhängen können. Ich hatte jetzt gerade, glaube ich, nicht mehr viel auf Tasche. Was können wir denn da hin tun? Ich meine, Deko kann jetzt alles sein, ne? Wir können auch da Werkzeuge und sowas hin tun. Schön wäre gewesen, eine kleine Kommode oder ein Tischchen oder sowas noch da hinstellen zu können. Das hätte mir auch sehr gut gefallen. Einfach, ja, ich habe es letztens mal schon erwähnt, weil ich es immer so doof fand, wenn die ganzen Bewohner von draußen einfach reingekommen sind. Und es wäre schön, wenn man sich dann so selber was dahin bauen könnte, wo dann klar ist, das ist von uns. Und da geht jetzt nicht irgendein Fremder einfach rein. Das wäre eigentlich ganz schön gewesen. Ich bin aber, wie gesagt, nicht unzufrieden. Das nicht. Oh. Ach, das ist jetzt echt schwer geworden, das zu machen. Man kann es jetzt nicht mehr so drehen. Ich hatte letztes Mal schon gefragt, ob einer weiß, wie man das drehen kann in der Luft. Aber ich glaube, das kann man einfach nicht mehr, wa? Ah. Ja, so geht es echt nicht. Ah? Ach, schade. Das
müssen wir den hier draufstellen, wa? Das will ich aber eigentlich nicht. Dann guckt er auch so halb in die Wand rein. Naja. Also wie gesagt, das hat Vor- und Nachteile, dass das jetzt so gerade zu heben ist. Ich weiß nicht, warum sie es gemacht haben. Ich habe es mir jetzt nicht unbedingt gewünscht. Teilweise sind die Sachen wirklich besser zu platzieren, teilweise jetzt leider nicht mehr. Aber alles hat eine Licht- und eine Schattenseite. So, jetzt gehen wir nochmal an den Häusern vorbei. Jetzt ist es schon mal ein bisschen dunkler. Also richtig hell erleuchtet ist es jetzt nicht. Da muss man doch schon ein bisschen näher rangehen. Also jetzt hier oben vom Weg aus, da sieht man das nicht so schön. Da sieht es immer noch ziemlich dunkel aus. Aber je näher wir an einem Haus dran sind, ich meine, der Weg ist jetzt auch ein bisschen weiter weg. Ne? Hier zum Beispiel, wenn wir hier dran vorbeigehen, das sieht schon schön aus. Hier sehen wir auch, dass da Leben ist. Ich denke, wenn wir dann an anderen Häusern vorbeigehen später und da was drin ist, wie hier zum Beispiel, dann wird es schon ganz anders sein. Oder da hinten an den Straßen. Aber das müssen wir halt nach und nach machen. Für heute werden wir die Runde aber beenden. Ich hoffe, dass es euch heute bei mir gefallen hat. Und wenn es denn so ist, zeigt es mir doch gerne mit einem Daumen nach oben. In dieser sternenklaren, schönen Nacht. Ja, und um nichts mehr zu verpassen, abonniert gerne meinen Kanal. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch dann beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntagabend. Alles, alles Liebe, eure Natzen. Bye, bye.